Eine Frau ist vielleicht zu anspruchsvoll. Ich bin für den Menschen Martin hier und möchte gerne für mich erfahren, kann sich da was entwickeln oder nicht. Und bisher spüre ich nichts. Er macht keine Anstalten. Ein brandneuer und wirklich sympathischer Bauer. Ja, das Tier habe ich erst vor 2 Wochen eingefroren. Ja, nicht schlecht. Ja. Habt ihr selber geschlachtet? Ich schlachte das selber, Eiern. Ja. Und bei Michael gibt's ganz großes Drama. Jan macht sich halt momentan meiner Meinung nach schon viel zu viele Gedanken um die Zukunft und des weiteren Zusammenlebens, wo wir noch gar nicht angekommen sind. Und das sind so viele Ängste und Momente und Gedanken, die von ihm auf mich einwirken und mich tatsächlich da auch ja, sehr auf Abstand drücken. All das und noch einiges mehr gibt's in einer brandneuen Folge von Bauer sucht Frau 2022, dem Format, bei dem es langsam so richtig spannend wird und das ich genau deswegen natürlich wieder kommentiere, parodiere und analysiere. Wie immer gilt, die ganzen Folgen gibt's natürlich auf RTL Plus und mein persönliches Highlight heute ist auf jeden Fall das Drama bei Michael. Vorher schauen wir aber mal noch beim relativ neuen Bauern Martin vorbei, denn der hat jetzt ja eine tolle Hofdame bei sich und die erwartet sich auch so einiges. Ich bin echt gespannt, wie die Hofwoche wird. Da hoffe ich mir einfach jetzt durch unser Kennenlernen, dass er sich ein bisschen öffnet und ich vielleicht den Menschen das Herz von Martin auch kennenlerne, dass sich da noch was entwickelt. Na gut, und da kann ich Carola an sich gut verstehen, aber ob das später wirklich dazu kommt, das müssen wir mal gucken. Erstmal hält Martin dann jedenfalls einen Vortrag über seine Stiere und macht nochmal deutlich, dass die unter Umständen durchaus auch tödlich sein können. So ein Stier, auch wenn er nett ausschaut, ist immer mit Vorsicht zu genießen. Er kann ihn mal schnell wegschupfen und wenn man da an der Wand steht, dann ist es der letzte Schupfer, wo man bekommt. Ja, das stimmt tatsächlich. Hier im Nachbarort ist vor gar nicht so langer Zeit tatsächlich ein Landwirt auf diese Weise ums Leben gekommen. Und eine andere Gefahr, die von Stieren ausgehen kann, das sind natürlich die Hörner. Aber in dem Falle kann Martin Carola immerhin beruhigen. Auf die Weise stirbt sie also schon mal nicht. Oh, der hat gar nicht so große Hörner. Der hat gar keine Hörner. Sein Vater ist genetisch hörnlos. Ach echt? Ja, denn kleine Stummel sind ihm gewachsen und auch nicht enthornt und so weiter. Genetisch hornlos. Schön, immer wenn Martin hornlos sagt, verstehe ich hirnlos. Naja, aber wie auch immer, er nutzt dann die Gelegenheit, Carola aber auf jeden Fall auch nochmal seine jungen Tiere vorzustellen. Und die sind dann gar nicht mehr gefährlich, sondern einfach nur süß und haben komische Namen. Das ist der Herbert. Der Herbert? Der Nachfolger vom Gustl. Hallo Herbert. Er ist auch genetisch hornlos, aber ganz kleine Hörnchen dran. Ah, da, ganz die klein. Die wackeln. Oh, ja, du bist ja süß. Ja, das ist aber mein Daumen, den kriegst du nicht zum Futtern. Ach ja, der kleine Herbert leckt an ihrem Daumen. Auch ein toller Satz, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich ihn irgendwann mal sagen würde. Aber wie auch immer, Martin war auf jeden Fall maximal begeistert. Es hat mich imponiert, wie es zum Herbert hingegangen ist, dann gestreichelt hat, sich abschlecken lassen hat von ihm. Wir erinnern uns, Carola hat ja dann sehr darauf gehofft, Martins Herz kennenzulernen. Erstmal lernt sie aber natürlich dessen Arbeit kennen und die besteht an diesem Tag insbesondere dadurch, dass man ein bisschen Heu bzw. Stroh verschieben möchte. Aber dazu muss man erstmal eine wackelige Treppe hoch. Also ich habe jetzt nicht direkt Höhenangst. Ich bin halt eben immer nur sehr vorsichtig und habe auch Respekt, gerade wenn die Leiter nicht wirklich feststeht. Voilà. Ich bin noch nicht so landfest. So richtig sicher sieht das mit Carolas dicker Jacke aber auch nicht aus. Und Martin tut auch irgendwie gar nichts, um ihr zu helfen, oder? Na gut, aber trotzdem bemerkt er dann immerhin ihre Angst und ignoriert sie einfach mehr oder weniger. Beim Hochklettern habe ich schon einmal gedacht gehabt oder gemeint gehabt, dass sie vielleicht doch Angst hat. Ich habe es vor allem gemerkt beim Umdrehen. Bringst du den Fuß darauf? Na klar. Super, festhalten und hochziehen. Super. Meine Güte. Dann gehst du ein bisschen nach vorne. Das Gerät ist von 1978. Ach, wie liebevoll sich Martin eher um seine Maschine Sorgen macht als um Carola. Aber immerhin darf sie dann auch mal an den Steuerknüppel und das macht sie eigentlich ganz gut. Aber wenn sie da immer so ruppig ist, könnte es im Schlafzimmer vielleicht unangenehm werden. Und stopp. Stopp. Macht nix, macht nix. Es war schon Abenteuer, die Maschine zu bedienen, weil das alles sehr ruckartig funktioniert und man sehr viel Feingefühl braucht. Auch hier gab es dann natürlich wieder ein ehrliches Feedback von Martin. Und was ich an dem sehr mag, ist, dass er Carola ein bisschen so bewertet, als wäre sie seine Auszubildende. Aber gut, ist ja nicht umsonst auch das Format Bauer sucht billige Arbeitskraft. Für das, dass noch nie so ein Teil gefahren ist, hat sich Carola gut angestellt. Klar, sie braucht ihre Zeit,
bis sie die Hebel versteht. Aber sie hat den Willen gehabt und hat es gemacht. Bei den beiden geht es dann irgendwie sehr schnell, weil dann ist irgendwie schon der nächste Morgen. Und auch da möchte Carola wieder an Martins Herz, darf diesmal aber nur an seinen dicken Doppelreifen. Und ja, das meine ich ziemlich wörtlich. Martin hat mir die Reifen gezeigt, dachte ich, holla die Waldfee, wo ist die Maschine, die Reifen da ran macht? Die wechselst du ganz alleine? Da kannst du mir ja jetzt helfen. Was ich an Carola dann aber wirklich cool finde, ist, dass sie die Arbeit nicht etwa ablehnt oder nur zuguckt, sondern auch direkt voll dabei ist. Und ich glaube tatsächlich, wenn sie an Martins Herz möchte, dann ist das auch der Weg. Man sieht, dass er keine zwei linken Hände hat. Wenn Arbeit ansteht, dann wird Hand angelegt. Was gemacht wird, wird gemacht. Als nächstes gab es dann wieder ein Feedback von Martin. Und viele von euch wissen das vielleicht, ich war ja früher tatsächlich mal Grundschullehrer. Und wenn ich in meinem Studium etwas gelernt habe, dann wie wichtig es ist, jemanden zu loben und insbesondere auf seine Persönlichkeit einzugehen. Martin hat das offensichtlich nicht studiert. Ich gehe mal von aus in Rekordzeit, ne? So mit meiner Hilfe. Genau. Das war sein Lob gewesen, so langsam habe ich's raus, wie er es meint. Nach dieser schweren Arbeit hat Carola sich dann aber was ganz Tolles verdient, nämlich so gesehen einen Ausflug, aber natürlich einen Arbeitsausflug. Wir waren da jetzt rauf zum Main. Ich habe sehr viele steile Wiesen und darum heiße ich auch Bergbauer. Und Carola soll man auch sehen, dass es nicht so einfach ist, diese Wiesen zu bewirtschaften. Puh, also zum einen muss ich wirklich bemerken, dass es da im Allgäu wunderschön ist. Und zum anderen merkte man, dass Carola jetzt aber wirklich langsam mal Kontakt zu Martin sucht. Und sie hat es dann sogar auf die körperliche Art und Weise versucht. Im Traktor saß ich ja neben Martin und ich musste mich ja überall festhalten. Und da habe ich natürlich auch mal den Arm nach hinten auf Martins Lehne gelegt, ne, um mal seine Reaktion zu sehen, ob da vielleicht mal was zurückkommt. Aber das war dann nicht der Fall, ne? Fand ich auch etwas schade. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade. Aber das liegt gar nicht daran, dass Martin nicht wollte, sondern dass er nicht konnte. Denn er hat es einfach nicht gespürt und er hatte ja auch Wichtigeres zu tun. Also einmal habe ich gemerkt, dass die Hand bei mir gehabt hat, kurz, aber ich war ja mit dem Main konzentriert und habe für das kein Auge gehabt. Ein bisschen merkt man aber schon, zwischen den beiden ist es irgendwie schwierig und holprig. Und Carola macht sich jetzt schon große Gedanken. Das wäre aber irgendwie traurig, weil die ist erst den zweiten Tag da. Ich bin für den Menschen Martin hier und möchte gerne für mich erfahren, kann sich da was entwickeln oder nicht. Und bisher spüre ich nichts. Er macht keine Anstalten. Nun sind wir auch schon fast beim Michael-Drama angekommen. Vorerst möchte ich aber noch zu meinem neuen, ganz persönlichen Traumpaar, nämlich Arne und Antje. Und Antje hat ja bisher schon einiges auf dem Hof erlebt, aber es ging schon echt lange nicht mehr um Käse. Das möchte Arne jetzt natürlich ändern. Ich habe schon begonnen, Milch einzuleiten, Kulturen hinzuzugeben und jetzt kommt das Lab. Möchtest du mal zuschauen? Ja, sehr gerne. Soll ich hochkommen? Ja. Und dann arbeiten die beiden da auch ein bisschen fröhlich zusammen. Und Antje wird nochmal klar, dass ihr Name ja echt irgendwie perfekt zur Käseherstellung passt. Und an der Stelle würde mich mal interessieren, ob das einfach nur daran liegt, dass ich schon relativ alt bin. Aber kennt ihr die Werbung mit Antje eigentlich alle noch? Das ist eigentlich total lustig, dass ich jetzt hier mit die Käse mache. Ja, wegen meinem Namen. Ich glaube, eine Antje hat hier noch keinen Käse gemacht, oder? Wird wahrscheinlich der Käse der beste Käse, den du jemals gemacht hast. Ganz bestimmt. Allerdings ist das, was sie da machen, streng genommen noch kein fertiger Käse, sondern so ein Zwischenprodukt. Aber für Antje kein Problem, denn auch das möchte sie gleich genießen. Also ballert ihr Arne liebevoll das Eiweiß in den Hals. Das klingt jetzt irgendwie auch schon wieder falsch. Wie schmeckt denn das überhaupt? Möchtest du mal probieren? Ja. Sehr weich und sehr, sehr mild. Ja, sehr weich, so wie Mozzarella. Aber nach der Reifung im Keller ändert sich der Geschmack noch mal ein bisschen. Der Käse wird im Ganzen fester, verliert noch ein bisschen Molke. Mhm. Apropos Keller, das ist ja Arnes heiliges Reich, in dem der Käse gelagert wird und wo man sehr auf Hygiene achten muss, weswegen Inka Bause damals in der ersten Sendung auch einfach komplett ohne Haarnetz und so da unten war. Antje trägt aber auf jeden Fall eins und darf sich das jetzt mal anschauen. Was sind unsere Schätze hier? Ja, wow. Ja, man merkt, Antje passt da irgendwie perfekt hin und dann hilft sie auch noch beim Käsepinseln. Da geht es wohl irgendwie darum, dass so Kulturen von Bakterien aufgesetzt werden, damit der Käse bestimmte Reifegrade erreicht. Und Arne ist einfach hin und weg von ihr. Ich finde Antje toll, weil sie einfach das Herz am richtigen Fleck hat und sich hier einbringt und Spaß hat. Alles, was man mit Antje macht, fühlt sich sehr gut an. Toll. Und ähnlich toll an Arne, finde ich, ist, dass er so einen gesunden Mittelweg schafft zwischen Arbeit und Ausflügen. Denn auch an diesem Nachmittag gibt es wieder einen davon. Und wir erinnern uns jetzt alle nochmal gemeinsam, wie sehr Patricia Traktoren hasst und wie sehr Antje das Fahren damit liebt. Traktorfahren ist total romantisch. Man sitzt sehr nah aneinander und man redet und
Ein Küsschen zwischendurch ist ja immer ganz schön und das ist ja ein Zeichen, dass er mich sehr mag. Och süß, in der letzten Folge haben sie sich noch so geküsst, als wären sie in der 2. Klasse. Jetzt sind sie schon fast in der 4. Und Antje hat sich dann auch noch eine Kleinigkeit überlegt, als sie auf der Weide angekommen sind. Wenn die beiden in der Wiedersehenssendung nicht mehr zusammen sind, bin ich ganz doll traurig. Ich habe hier noch was vorbereitet. Vielleicht können wir uns irgendwo hinsetzen und die Kühe beim Trinken beobachten und wir essen hier so eine kleine Süßigkeit. Gerne. Du kannst einfach oben aufs Wasserfass setzen. Ja. Ja, und dann setzen die beiden sich dahin, lassen ihren Blick schweifen. Und ich glaube, ihre Herzen, die schlagen auf jeden Fall im Gleichklang. Ich bleib dabei. Mein aktuelles Traumpaar. Ja, ist natürlich herrlich, dass man nicht nur so von Aufgabe zu Aufgabe hetzt und die ganze Zeit nur sich der Arbeit widmet, sondern auch da einfach so ein bisschen Zweisamkeit hat, die man jetzt neu genießen kann. Stille Wasser sind tief und ich glaube, da steckt schon ganz viel Romantik in ihnen. Und ich kitze ihnen das nach und nach raus. Ich hoffe, wir sind übrigens mittlerweile auch ein Traumpaar. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt kostenlos meinen Kanal abonnierst. Dann weiß ich nämlich, dass es hier bald noch mehr Bauer-so-Frau-Content geben soll. Und dann können wir jetzt ja endlich zu Michael und dem Drama gucken. Und der hat letzte Nacht mit seinem Bewerber irgendwie was ohne die Kamera gemacht. Nein, nicht was du schon wieder denkst. Gestern waren wir noch ordentlich feiern zusammen. Wir haben getanzt, zusammen gelacht und die Zeit habe ich sehr genossen. Es würde ich sagen, Prüfung bestanden, absolut partytauglich. Und das ist halt auch das, was ich an meiner Seite suche. Weil ich brauche da keinen, den ich da irgendwo parken kann und der da eine schlechte Miene zieht. Mhm, gemeinsam Party gemacht also. Ich bin ja ehrlich, hätte ich gerne gesehen. Jedenfalls gibt es dazu, wenn man so möchte, am nächsten Tag dann aber auch noch eine kleine Manöverkritik. Und da hört man dann so ein bisschen raus, dass sein Bewerber, glaube ich, gar nicht so das krasse Partytier ist. Ja, ich wollte ihr sagen, ich mache ab und zu Party, das gefällt mir. Nicht jedes Wochenende, mache auch meine Ruhe. Jede Woche feiern gehen, nein. Das kann ich nicht, weil wenn ich zum Beispiel noch arbeiten muss, dann bin ich müde. Okay, kann man verstehen. Aber irgendwie merkte man in dem Gespräch, ist was Negatives passiert. Also ich hatte die ganze Zeit so ein bisschen den Eindruck, dass Michael nicht so wirklich zufrieden mit der Situation ist. Auch wenn er sich erstmal noch ganz positiv angehört hat. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das klappt. Na, also man muss sich da arrangieren zwischen zwei Personen. Und entweder findet man dann halt einen gemeinsamen Weg, wenn man das möchte. Klingt einerseits schön. Aber andererseits auch sehr unverbindlich, finde ich. Und ich glaube, das meinte sein Bewerber da auch rauszuhören. Und generell denkt Jan Hendrik halt schon ein bisschen an die Zukunft. Nicht übel gemeint, aber ich muss mein ganzes Leben jetzt auf den Kopf setzen, ja? Weil ich muss meine Wohnung aufgeben, ich muss wahrscheinlich Jobwechsel, dass wir einfach aufklären, konnte sowas passen? Weil ich glaube, mit der Zeit lernt man, wie stellt man das einfach um. Okay. Also mein Eindruck war irgendwie, dass Jan Hendrik das gerne gut finden möchte und er möchte auch in dieses Leben passen, aber er weiß noch nicht so richtig, wie. Und ich habe ja schon gesagt, das Gespräch war ein bisschen komisch und Jan Hendrik wurde dann auch immer trauriger und trauriger. Ich brauche Sicherheit. Auf jeden Fall, bei mir ist viel auf dem Spiel. Und mein Herz ist ein bisschen offen in diesem Moment. Und davor habe ich Angst, dass wenn ich weiter in diesen Prozess gehe, dass ich richtig fatal mich in der Michael verknallen kann und dann klappt es nicht mit uns. Und ja, so, ich habe Angst, verletzt zu werden. Dann war auch der Punkt gekommen, dass Jan Hendrik einfach weinen musste, aber immerhin hat Michael ihn getröstet. Aber ich weiß nicht, ob es mit dem nächsten Satz wirklich besser gemacht hat. Komm mal her. Du brauchst ja nicht so viel Kopf zu machen. Ich weiß, ich weiß. Lass es einfach auf dich zukommen. Mache ich genauso. Wir haben da gar keine andere Chance. Na gut, Michael, aber wenn man verliebt ist, ist einfach so auf dich zukommen lassen manchmal einfach nicht genug. Aber das wollte er nicht einsehen und er hat es nochmal bestärkt. Und ich spoilere an dieser Stelle schon mal was. In der nächsten Folge wird es noch mehr Drama geben zwischen den beiden. Jan macht sich halt momentan meiner Meinung nach schon viel zu viele Gedanken um die Zukunft und des weiteren Zusammenlebens, wo wir noch gar nicht angekommen sind. Und das sind so viele Ängste und Momente und Gedanken, die von ihm auf mich einwirken und mich tatsächlich da auch sehr auf Abstand drücken. Mal gucken, wie das weitergeht. Wo der Abstand vielleicht eher ein bisschen kleiner wird, das ist ja immer noch bei Loretta und bei Sascha, bei denen mir zum einen einfällt, dass die irgendwie in jeder Folge immer ungefähr die gleichen T-Shirts anhaben und wo es auch heute natürlich wieder eine wundervolle Arbeit gibt. Weißt du, was das ist? Ich glaube, da wird die Stute eingespannt, damit man schaut, ob sie bereit wäre. Für den Hengst. Für den richtigen Hengst. Wie romantisch. Dann darf Sascha nämlich die Stute halten, während Loretta den Hengst führt. Und dann gucken die beiden den Pferden ein bisschen beim Liebesspiel zu. Ich meine, klar, das muss gemacht werden, aber ist auch ein komisches Date. Hengst hat einmal so ein bisschen, ist ein bisschen auf Tuchfühlung gegangen. Ne? Das machen wir Menschen ja auch. Riecht mal ein bisschen und knabbert vielleicht ein bisschen und
hat mal abgeklärt, ob sie bereit ist. Weiß jetzt nicht, ob ich der Einzige bin, der ein bisschen den Eindruck hatte, dass Sascha das jetzt auch gerne bei Loretta gemacht hätte. Aber ich glaube, da ist es genau wie bei den Pferden. Die Stute ist einfach noch nicht bereit. Diese Aktion war für mich sehr lehrreich und es hat ganz gut funktioniert. Wir haben wieder mal top als Team zusammengespielt. Zusammengespielt weiß ich jetzt nicht, Sascha. Ich würde eher sagen zusammengearbeitet. Und wenig überraschend ging es dann kurz darauf wieder um Hofarbeit. Die war allerdings mal sehr speziell. Ja, Sascha, mal wieder eine Überraschung. Wow, was ist das, ein Mondfahrzeug? Das Arbeitsgerät hat auf mich gewirkt wie eine Höllemaschine. Sowas habe ich noch nie gesehen. Okay, also so ein Ding habe ich auch noch nie gesehen. Und das dient wohl offensichtlich der Moorpflege. Und dann geht es darum, dass Schilf platt getreten werden soll, beziehungsweise platt gefahren. Und Sascha findet ja alles, was Loretta macht, toll. Zumindest erzählen uns das seine Brustwarzen. Ich komme hier wieder her, Sascha. Lässt sie mich hier einfach stehen? Als Loretta durch das Schilf durchgebrochen ist auf der Maschine, hat sie echt einen guten Eindruck gemacht. Da habe ich gedacht, wow, die Frau, die weiß, was sie tut, die hat was drauf. Da das ja eine tolle Überraschung für Sascha werden sollte, durfte er dann auch kostenlos arbeiten. Ach, aber ihm gefällt's, also von daher meinetwegen. Das mit der Maschine hat richtig Spaß gemacht und war eine tolle Erfahrung und möchte ich gern wieder machen, jeden Tag 24 Stunden. Sascha war schon ein Stück weit begeistert. Kurz darauf kam Loretta dann wieder zu Sascha und ich war mir völlig sicher, jetzt wird wieder irgendwas gearbeitet. Aber dann ist was wirklich Wahnsinniges passiert. Oh mein Gott! Damit hätte ich nicht mehr gerechnet. Ich habe eine Überraschung für dich. Okay. Machen wir ein bisschen Freizeit. Ich habe gedacht, wir fahren eine Runde Kanu. Wow, das wollte ich schon immer machen. Coole Sache. Hast du nie gemacht? Nee. Kanu? Und dann sind die beiden nicht mal zur Arbeit gefahren. Was ist denn da los? Aber war auf jeden Fall eine sehr interessante Idee, weil können tun es beide nicht. Ich hoffe, du hast das im Griff. Nee, ich bin auch schon lange nicht mehr, aber ich habe eigentlich gehofft, dass du da vielleicht ein bisschen... Zur Not müssen wir halt schwimmen. Wenn es halt blub macht, bin ich weg. Blub, blub, kleine Meerjungfrau. Rettest du mich dann? Ja. Jeder, der auch schon mal Kanu gefahren ist, weiß vielleicht, dass eine der schwersten Aktionen dabei ist, in das Scheißding einzusteigen. Ich bin da auch schon mal bei ins Wasser gefallen. Und Sascha hat die gute alte Plumps-Methode verwendet. Boah. Gerade so. Knapp überlebt. Jetzt müssen die beiden nur noch gemeinsam rudern. Und letztlich ist Rudern ja wie das Leben, denn es geht um Gleichklang, um Rhythmus, um Gemeinsamkeit. Und wenn es danach geht, haben die beiden keine große Zukunft. Ja, das machst du mit dem Rechten, oder? Oder links? Nee, mit dem Linken. Du musst vorne rechts, Loretta, und nicht hinter links. Nee, du musst rechts, nein. Oh, ups. Sorry. Irgendwann wird es dann aber ein bisschen besser, allerdings wirklich nur ein kleines bisschen. Und ich muss zum einen wirklich sagen, dass die Umgebung unglaublich schön ist, aber nach ganz besonders viel Spaß sah das jetzt nicht aus. Ja, stopp, wir müssen da rum. Ich glaube, das musst du machen. Oder muss ich schneller paddeln? Wenn nicht, müssen wir den Kopf einziehen. Oh Gott, das gehen wir gleich. Oh Gott, oh Gott. Alles gut, alles gut. Okay, super. Wow. Oha, was ich? Toll. Und danach wollte Sascha dann wieder eins seiner berüchtigten Späßchen machen. Allerdings war es diesmal immerhin kein blöder Spruch, sondern eine blöde Aktion. Bleibst du bitte sitzen? Ah! Wackelt doch nicht so. Sascha, aufschiebst. Okay, aber immerhin habe ich dann lange gedacht, dass es nichts gäbe, wie Sascha diese Situation jetzt noch blöder machen könnte, bis ihm dann doch noch was eingefallen ist. Und aus Sicherheitsgründen empfehle ich euch jetzt, die Ohren zuzuhalten. Jetzt guck mal einfach nach vorne. Ja. Kommst du dir vor wie im Urlaub? Ja, du musst jetzt mal genießen und nicht singen, weil dein Gesang macht ja das ein bisschen kaputt. Okay, dann genieße ich jetzt. Ja, und während die beiden jetzt weiter ihr Leben genießen, können wir ja mal zu unserem Lieblingsarbeitsulf gucken. Und da wagt Annalina heute eine Freizeitidee zu präsentieren. Du gehst ja gerne tanzen, ich kann es ja noch nicht ganz so perfekt. Ja. Und es wäre cool, wenn wir jetzt mal eine Runde Disco Fox hier in der Halle machen, weil ist ja gerade mal nichts los. Ulf lässt sich dann tatsächlich darauf ein. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, dass man ja nebenbei beim Tanzen so gesehen auch ein bisschen den Sand in der Halle umschichtet und dass man das deswegen vielleicht auch als Arbeit zählen kann. Und die beiden haben zusammen auch gar keine so schlechte Figur gemacht. So, stell dich so hin. Und jetzt fangen wir an. Tipp, Tipp, gerade ziehen. Und wieder zurück. Läuft doch. Jetzt guckst du mich noch ein bisschen an und dann geht das von ganz alleine. Ja, ach so. Siehst du? Ja, wunderbar. Ne? Oh, jetzt habe ich ein Schleudertrauma. Ja? Ja. War zu doll? Nee, geht. Ulf hat mich natürlich viel hin und her gedreht und so. Da hat man natürlich mal wieder so seine schwungvolle Art gemerkt. Eigentlich ja echt schön. Und danach hat Ulf mich schon wieder überrascht, weil ich habe jetzt damit gerechnet, dass jetzt aber wirklich mal wieder gearbeitet werden muss. Aber da hatte er schon wieder eine Idee. Wir machen heute mal eine schöne OKF.
Eine UKF? Mhm. Eine Ortskontrollfahrt. Mhm. Und haben mal ein bisschen Spaß, ein bisschen Action, das muss ja auch mal sein. Ich habe das große Glück, so einen kleinen Spaßhügel nenne ich den immer gerne. Und da sind ein paar Sandhaufen und da kann ich mich immer mal austoben. Ja, und das bedeutet in Uls Falle, dass er dann da mit diesem ausrangierten Militärfahrzeug mal so richtig durchballert. Ich glaube, als Beifahrerin ist das einfach nur schmerzhaft und unangenehm. Immerhin darf sie sich dann nach einiger Zeit aber rächen und das muss man ihr generell lassen. Sie lässt sich immer auf alles ein und sie kann auch immer irgendwie alles auf Anhieb ziemlich gut. Ja, jetzt weißt du mal, was ich auch mit aushalten muss. Schön. Also man merkt schon, die beiden haben sich irgendwie ein bisschen gefunden. Allerdings ist jetzt langsam auch die Zeit, Abschied zu nehmen. Und da möchte Ulf natürlich noch was klären. Und es ist sogar interessanterweise nicht die Bezahlung in ihrem neuen Arbeitsvertrag. Die Hofwoche geht nun zu Ende. Ich muss mal ein bisschen mit dir quatschen, wie das mit uns beiden weitergeht. Ne? Also ich habe darauf gehofft und irgendwie war es mir auch klar, dass wir da beide nochmal das Gespräch suchen und einfach ein Resümee ziehen. Ja, und dann haben die beiden sich ein bisschen darüber unterhalten, was denn jetzt am schönsten war und ob sie sich nochmal wiedersehen wollen. Und ein bisschen haben sie sich angestellt wie die Sechstklässler. Aber genau das hat es auch süß gemacht. Ich wollte eigentlich nur mal fragen, wie das bei dir so aussieht. Ob du dir vorstellen kannst, noch länger zu bleiben, wiederzukommen. Also ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht noch ein, zwei Tage länger bleiben dürfte. Ich würde mich auch freuen. Ja, sehr gut. Das wäre toll. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ne, ich fühle jetzt bei den beiden wirklich keine Liebe. Aber wenn beide der Meinung sind, da ist eine, wer bin ich denn darüber zu richten? Und vielleicht sind die ja auf lange Sicht gesehen dann auch ein richtiges Traumpaar. Das Kribbeln ist da, diese positive Energie. Ich würde sagen, dass es in Richtung Verliebtheit geht bei mir. Aber ich überstütze nichts. Mir ist es dann schon auch wichtig, dass man einen Schritt nach dem nächsten macht. Ich würde mir wünschen, dass das mit mir und Ulf in die richtige Richtung geht. Also in Richtung Paar. Dann wird es nochmal mega interessant. Wir haben nämlich noch zwei brandneue Bauern. Den ersten, den kennen wir aber immerhin schon vom Scheunenfest. Und das ist wieder ein echter Norddeutscher, nämlich Tade. Ich freue mich auf jeden Fall, Emily wiederzusehen. Ist ja auch aufregend alles. Wenn auf einmal eine Frau wiederkommt, dass sie auch sieht, dass sie willkommen ist und was Besonderes ist. Dann habe ich im Garten noch so ein kleines Picknick, kann man ja sagen, vorbereitet. Ja, und irgendwie gibt es zwischen den beiden keine ganz tolle Umarmung, die ich euch wirklich gut zeigen kann. Aber immerhin ist Emily wirklich begeistert davon, was Tade auf die Beine gestellt hat. Denn was anderes hätte sie wesentlich blöder gefunden. Ich habe noch eine Kleinigkeit im Garten vorbereitet. Okay, danke schön. Hast du schön gemacht, sieht gut aus. Das freut mich. Ich bin froh, dass er nicht so einen riesen Aufriss gemacht hat mit irgendwelchen geschmückten Lämmern oder Treckern. Das ist eher nicht so meine Welt. Genau, Hauptsache keine geschmückten Lämmer. Das sage ich nämlich auch immer. Die beiden haben dann übrigens auch relativ schnell einen Draht zueinander gefunden. Und irgendwie sind beide so ein bisschen norddeutsch unterkühlt. Aber das macht es gleichzeitig auch sehr nett. Auch wenn Tade im Interview immer so ein bisschen so aussieht, als würde er gleich einschlafen. Emily, finde ich, ist ganz locker drauf. Kann sich super mit ihr unterhalten. Und ganz aufgeweckter Mensch. Tade ist auf jeden Fall so ein richtig norddeutscher, trockener Typ, der, glaube ich, super treu und loyal ist. Und ich glaube, wenn man ihn auf seiner Seite hat, dann würde er auch alles für einen tun. Danach möchte Tade Emilian verständlicherweise erstmal sein Haus zeigen, in dem er übrigens mit seiner Schwester zusammenlebt. Nur einige Räume sind da nur so mittelmäßig bewohnbar. Wie ist das Wohnzimmer? Ja, sieht aus wie eine Baustelle, ne? Ist hier was passiert? Ja, ich hatte Wasserschaden. Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich. Immerhin ist der allerdings nicht uralt und Tade hat ihn nie reparieren lassen. Nein, der ist einfach kurz vor den Dreharbeiten erst entstanden. Blöd ist es natürlich trotzdem. Ja, vor circa 2 Wochen haben wir gemerkt, dass wir eine Fußbodenheizung ein Loch hatten oder einen Rohrbruch. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn das alles ja so im Originalzustand gewesen wäre, aber ich hoffe, sie nimmt das ganz locker auf. Um das dann auch gleich mal so richtig zu testen, entschließt Tade einfach mal Emily zu sagen, dass das ihr Schlafplatz sein soll. Ja, und ist doch eigentlich auch eine tolle Idee, weil da gibt es die Pilze ja quasi gratis zum Frühstück. Hier wäre doch dein Schlafplatz. Okay. Das ist natürlich nicht dein Schlafzimmer. Okay. Ich zeig dir noch, was richtig ist. Okay. Ja, wie gesagt, das war natürlich nur ein Scherzchen und Tade hat stattdessen ein ganz anderes Zimmer vorbereitet und erklärt noch mal ein bisschen merkwürdig, wo er jetzt schläft. Hier ist denn dein richtiges Schlafzimmer. Schön, danke. Und wo schläfst du? Ich schlafe oben bei meiner Schwester. Ach, schön. Hat sie kein Problem mit? Nee, ich schlafe auf dem Sofa. Alles gut. Okay, danke. Na gut, und solange das nicht seine Stepsister ist, die dann irgendwo an der Couch hängen bleibt, ist das doch eigentlich auch perfekt. Und bei den beiden bin ich echt mal gespannt, wie die Hofwoche noch so wird. Ja, natürlich ist das schöner, wenn man
dass hier noch jemand mehr ist als so ganz alleine. Ist ja auch aufregend alles, sehen, was passiert. Ich glaube, das ist das Einfachste oder das Beste. Okay, und dann gibt's noch einen absolut brandneuen Bauern und der war nicht mal beim Scheunenfest, sondern damals nur in der Vorstellungssendung. Und irgendwie weiß ich nicht, ich finde den sehr sympathisch. Hier ist Mike. Der 30-Jährige hatte noch nie eine Beziehung. Stattdessen geht er voll in seinem Traumberuf auf. Es war schon ein Kindheitstraum von mir, Landwirt zu werden. Die Großeltern hatten den Hof und ich bin dann halt die vierte Generation, die den Hof bewirtschaften. Ich mag das gerne, mit Tieren arbeiten. Das bereitet mir immer noch Freude und wird mir auch noch immer große Freude bringen. Ich persönlich finde es immer mega spannend, dass es bei Bauer sucht Frau doch relativ viele Leute gibt, die wirklich noch nie eine Beziehung hatten. Aber trotzdem weiß Mike ganz genau, was ihm fehlt. Mir fehlt im Leben Liebe, gemeinsames Arbeiten auf dem Hof, Ausflüge zusammen. Gemeinsam die Freizeit gestalten. Glücklicherweise, weil das hat mich sehr interessiert, wurde dann auch mal erklärt, warum er jetzt eigentlich nicht beim Scheunenfest war. Und das ist sowieso in diesem Jahr komisch, weil das trifft ja gleich auf einige Bauern zu. Die Frau, die ich einladen wollte zum Scheunenfest, die konnte leider nicht. Und daher habe ich noch weitere Briefe bekommen. Ja, aber eigentlich hatte er nach ganz kurzer Zeit nur Augen für einen Brief. Und das lag interessanterweise mal nicht am Bild, sondern daran, was da geschrieben stand. Ein bisschen hatte ich den Eindruck, Mike hat sich schon in den Brief verliebt. Lieber Mike, ich bin Katrin, 25 Jahre alt, 1,65 groß. Hier steht drin, dass sie auch Kühe mag, Schweine, Hühner. Sie vom Bauernhof kommt, irgendwann sogar auch eine kleine Familie gründen. Das ist schon mal ganz toll. Das passt ja genau zu dir. Ja gut, Mike, das klingt doch super. Aber weißt du, die meisten anderen Bauern, die laden sich trotzdem erstmal 37 Frauen ein, einfach um die einmal alle so richtig durchzutesten, weißt du? Aber so einer ist Mike nicht und das macht ihn sehr lieb. Wie viel wolltest du nachher? Ja, ja. Ich würde gerne eine einladen zur Hofwoche und das wäre die Katrin. Ja, und dann dauert es nicht so lange und dann ist Katrin auch dabei. Und hier haben wir endlich mal wieder so eine schöne erste Umarmung. Ja, und ich würde sagen, das ist schon mal eine glatte 2. Hallo Katrin. Freut mich, dich kennenzulernen. Was ich bei den beiden dann wirklich super süß finde, ist, dass die sich gleich so die ganze Zeit angestrahlt haben. Und Mike hat irgendwie eine niedliche Art und Weise, Sachen auszudrücken. Ich fand's so, wo sie ankam und sie stieg aus. Das war einfach mega toll. Sie stand da wie so eine Pracht im Sonnenschein. Und ich freute mich einfach, sie in den Arm zu nehmen. Das war alles total toll. Mike lebt dann übrigens noch mit seiner Mama irgendwie auf dem Hof. Und auch die sollte Katrin dann direkt kennenlernen. Aber ich glaube, noch viel besser kann das eigentlich nicht laufen, oder? Herzlich willkommen. Das ist meine Mutter. Ich bin die Bärbel. Hallo, freut mich, dich kennen. Darf ich du sagen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Also wir sind alle so, hier mit du. So alt bin ich doch nicht. Wie Katrin angekommen ist, dachte ich, oh, ja. Sympathisch, hübsche Ausstrahlung, ein Lächeln war gleich zu sehen bei ihr. Dass Katrin bei Mike dann auf jeden Fall offene Türen einrennt, das merkte man dann nicht zuletzt an ihrem Sitzplatz. Denn sie darf da sitzen, wo sonst nur der König hinkommt. Na? Egal wo. Freie Platzauswahl. Kannst du dir was drauf einbilden, dass sie mich der Platz von Mike macht? Oh. Aber extra für dich. Nicht jeder. Dann gab es auch direkt Essen und naja, es ist halt ein Bauernhof. Und deswegen gab es dann auch passenderweise etwas, was sozusagen auf dem Hof auch angebaut wird. Aber wir haben ja schon gehört, Katrin kommt selber vom Bauernhof. Konnte sie also nicht abschrecken. Ja, das Tier habe ich erst vor 2 Wochen eingefroren. Ja, nicht schlecht. Ja. Habt ihr selber geschlachtet? Ich schlachte das selber, ja. Meine Mutter hat Rinderbraten gemacht aus einem eigenen Tier von uns. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, mag Katrin das und kommt das bei ihr denn gut hier an? Ja, wie gesagt, kein Problem für Katrin und auch die ersten Gespräche sind super gelaufen. Und wenn ich es jetzt sagen müsste, dann würde ich echt behaupten, Mike ist jetzt schon verliebt. Katrin kommt total nett rüber. Ihre Herzlichkeit, ihre Fröhlichkeit, nettes Lächeln, das passt sie gleich. Dann ging es an die Unterkunft und auch da hat Mike sich ganz doll viel Mühe gegeben und ganz typisch männlich 5 Marzipanherzen so auf ein Kissen gelegt, dass es aussieht wie eine symmetrische Form. Aber die Geste, die war ja schön. Auch ist das süß. Vielen Dank. Ja, bitte. Ich habe mir Mühe gegeben, um das Zimmer für Katrin so schön wie möglich herzurichten, dass sie sich wohlfühlt. Das Zimmer war total süß gemacht. Bei Männern hat man ja doch immer eher so dieses, ja, eher so ein bisschen schlichter, aber nein. Ich war mehr als überrascht, wirklich. Die beiden haben es dann irgendwie recht ruhig angehen lassen, aber Mike wollte dann trotzdem schon mal so ein bisschen zeigen, welche Hofarbeiten es gibt. Und da hat er sich gleich was wirklich sehr Schweres ausgesucht. Wir wollen jetzt die Tränken nachgucken. Die nennen sich Weidepumpen. Ja. Und da wollen wir es einmal kontrollieren,
ob da Wasser rauskommt. Mhm. Ja, also bei den Pumpen zu überprüfen, ob Wasser rauskommt, das ist wirklich mega schwer. Dafür braucht man mindestens 3 Diplome, 2 Studienabschlüsse und einen Ingenieurstitel. Oder ein Bein. Da musst du einfach dann hier drücken mit dem Fuß. Siehst du, ja. Da kommt schon Wasser raus. Ja, super. Haben Sie wieder was zu trinken? Ja, das ist doch gut. Während wir die Tränken geprüft haben, habe ich mich tatsächlich total wohl gefühlt. Ich habe es total genossen, mit ihm zusammen bei den Tieren zu sein. Sie war sehr interessiert und auch neugierig. Das fand ich gut. Ah. Hier, die Katrin hier. Also ich muss wirklich sagen, ne, bei den beiden funkt es irgendwie von Anfang an. Ich hoffe natürlich, dass es bei ihr dann auch so ist, aber Mike, der ist wirklich schon hin und weg. Und bei dem übrigens frage ich mich auch wieder, der ist doch echt niedlich. Wieso hatte der denn noch nie eine Freundin? Also ich wünsche mir, mit der Katrin ein paar weitere Tage mit ihr zu haben, dass wir uns noch näher kennenlernen, uns dann auch hoffentlich denn wohl näher kommen werden. Ich bin einfach gespannt. Ich bin auch gespannt, aber leider ist diese Folge jetzt erstmal wieder vorbei. Aber auch die nächste wird wieder richtig gut, denn da wird's bei Loretta plötzlich ernst. Hast irgendwie, ja, gefühlstechnisch, auf was für ein Stand bist du da? Und wie versprochen, bei Michael und Jan-Hendrik gibt's noch viel mehr Drama. Hab da für mich halt einen Schluss gefasst und ja, würde am liebsten tatsächlich gerade selber von mir weglaufen. Hey. Können wir mal reden? Ja, gerne. Dann hoffe ich natürlich, das Video hat dir jetzt gefallen und dann würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und wenn du mir sonst noch einen Gefallen tun willst und in nächster Zeit vorhast, irgendwie Spiele zu kaufen, vielleicht auch für die Weihnachtszeit oder wenn du sonst wie frei hast, dann mach das sehr, sehr gerne bei meinem Partner Instant Gaming. Da ist der Link heute wieder einer der ersten in der Videobeschreibung und da musst du jetzt streng genommen sowieso wieder draufklicken, denn sonst hörst du jetzt noch 17 Stunden lang Sascha beim Singen zu.